So. Cloud, ich weiß nicht, wie ich sie stoppen kann. Versuch's bitte. Es ist keine normale Zeitbombe. Du hast recht. Wir haben Probleme. Du wirst Probleme haben, sie zu entschärfen. Sobald ein blöder Idiot sie anfasst, explodiert sie. Bitte stoppt sie! Nur ein Schrinner leider kann das Notfallplattenauslösungssystem einstellen und entschärfen. Eine Klappe! Das würde ich nicht versuchen, dabei könnte ich unsere Gast hier verletzen. Iris! Oh, ihr kennt euch? Wie schön, dass ihr euch noch ein letztes Mal sehen konntet. Ihr solltet euch bei mir bedanken. Was hast du mit Iris vor? Ich weiß noch nicht. Unser Auftrag war es, den letzten Verbliebenen des alten Volkes zu finden und zu fangen. Es hat lange gedauert, aber jetzt kann ich endlich dem Präsidenten hiervon berichten. Tifa, keine Angst. Sie ist in Ordnung. Alter, dieses Arschloch, man schlägt keine Frauen! Iris! Beeile dich und weg von hier! Na, genau jetzt soll es anfangen, meinst du? Du entkommst rechtzeitig? Okay. Da sitzen wohl etwas in der Patsche. Wenn die Platte anfängt herunterzukommen, dann ist es zu spät. Wir müssen uns beeilen. Doch, wir können diese Drahtseil benutzen, um rauszukommen. Chirarimo! Wie grausam. Marlene! 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 Bex! Wedge! Jesse! Verdammt! Verflucht! Zur Hölle damit! Was zum Henker soll das? Arr. Hey, Barrett! Barrett. Hä? Barrett, hör auf. Bitte hör auf, Barrett.
Gott, verdammt! Marlene. Barrett? Marlene, ich glaube, Marlene ist in Sicherheit. Wie? Direkt bevor sie mitnahm, sagte Iris, ich soll mir keine Sorgen um sie machen. Vermutlich meinte sie Marlene. Wie? Wirklich? Aber... Bin ich weg, Jesse? Sie waren alle auf dem Flyer. Glaubst du? Das weiß ich nicht. Wir haben alle gemeinsam gekämpft. Ich will sie einfach nicht für tot halten. Und die anderen Leute im Sektor 7? Das ist doch pervers. Wir zerstören ein ganzes Dorf nur, um uns zu kriegen. So viele Menschen starben dabei. Würdest du damit sagen, dass es deine Schuld war? Weil Avalanche hier war? Unschuldige Menschen haben ihr Leben wegen uns verloren? Nein, Tifa. Tifa, das ist nicht, natürlich nicht. Das sind nicht wir, das sind die verdammten Shinra. Es war nie jemand anderes als Shinra. Sie sind schlecht und zerstören unseren Planeten, nur um ihre eigene Macht zu vergrößern und dabei reich zu werden. Wenn wir uns nicht von ihnen befreien, dann zerstören sie diesen Planeten. Unser Kampf ist erst zu Ende, wenn wir uns ihnen befreit haben. Oh, alle! Ich weiß nicht. Was weißt du nicht? Glaubst du mir nicht? Das ist es nicht. Ich bin mir selbst nicht sicher über meine Gefühle. Und was ist mit dir? Fein. Und wo will er hin? Oh, Iris. Ach ja, das Mädchen. Was ist los mit ihr? Ich weiß nicht so recht. Aber ich habe Marlene bei ihr gelassen. Fett. Marlene. Diva. Jetzt gibt es keinen Weg zurück. Cloud! Bring mich zu Marlene. Willst du Iris helfen? Ja, aber zuerst möchte ich etwas wissen. Was denn? Und zwar über das alte Volk. In meinen Adern fließt das Blut des alten Volkes. Ich bin einer der rechtmäßigen Erbe dieses Planeten. Sephiroth. Ist mit dir alles in Ordnung? Reiß dich zusammen, Mann! Tja. Was eine grausame Tat, nur wie schon Barrett gesagt hat, und Tifa und alle, nur um uns klein zu kriegen, haben sie einen kompletten Sektor zerstört. Also, alles was recht ist, aber das muss nicht sein. Alter, also, das ist schon übertrieben. Es ist echt traurig, Bix, Jesse, Wedge sind tot. Ja. Jetzt gehen wir mal zurück zu Iris House. Und schau mal, was die gute Mutter zu sagen hat.
Okay, gut. Ja, ist erledigt. Kann man direkt mal weiter durchstürmen. Ja, alle tot. Jetzt ist unsere Aufgabe, erstmal Informationen wieder zu sammeln über das alte Volk, wie Cloud schon erwähnt hat. Und ja, dann werden wir Iris retten. Sniff, sniff. Erst hörte ich einen Poltern und dann einen Krachen und dann Wurm. Hat das euch Angst, Sniff? Aber wir sollten mal kurz speichern. Man hat natürlich schon ein bisschen was erreicht. Und das sollten wir natürlich nicht einfach so zunichte gehen lassen, falls wir sterben. Cloud! Alter, ich kann die Stimme von der nicht mehr. Cloud, oder? Es geht um Iris, oder? Sorry. Shinra hat sie. Ich weiß. Sie haben sie von hier genommen. Sie waren hier? Das wollte Iris so. Was will Shinra von Iris? Iris ist vom alten Volk. Die einzige Belebende des alten Volkes. Was hast du gesagt? Aber bist du nicht ihre Mutter? Nicht ihre wirkliche Mutter. Oh, es ist bestimmt schon 15 Jahre her. Im Krieg, mein Mann wurde in die Front geschickt, weit weg, an einem Ort namens Yutai. Merkt euch den Namen Yutai. Eines Tages ging ich zum Bahnhof, ich hatte einen Brief bekommen, er sollte im Urlaub nach Hause kommen. Okay, cool. Da freuen sie sich, dass sie ihr Liebende wieder haben. Mein Mann kam nie wieder. Vielleicht ist ihm etwas zugestoßen. Nein, ich bin sicher, dass sie nur seinen Urlaub gestrichen haben. Ich bin jeden Tag zum Bahnhof. Dann eines Tages. Während des Krieges erlebt man sowas oft. Bring Iris in Sicherheit, das waren ihre letzten Worte. Mein Mann blieb fort, wir hatten keine Kinder, wahrscheinlich war ich einsam, darum beschloss ich, sie mit nach Hause zu nehmen. Iris und ich lernten uns sehr schnell gut kennen. Das Kind redete sehr gerne. Sie sprach über alles mit mir. Sie sagte, sie wäre irgendwo aus einem Forschungslabor entflohen und ihre Mutter sei schon zum Planeten zurückgekehrt, damit sie nicht allein ist und viel mehr. Zum Planeten zurückgekehrt? Ich wusste nicht, was sie meint. Ich fragte, ob sie einen Stern im Himmel bedeutet, aber sie sagte, es sei dieser Planet. Sie war in vieler Hinsicht ein geheimnisvolles Mädchen.
Iris. Nee, Mama. Bitte weine nicht. Auf einmal sagte Iris, als ich sie fragte, ob etwas passiert sei. Jemand, der dir nahe steht, ist gerade gestorben. Seine Seele kam zu dir, aber er ist schon zum Planeten zurückgegangen. Damals glaubt sie hier nicht. Aber einige Tage später erhielten wir eine Benachrichtigung, dass mein Mann gestorben war. Und so ist das geschehen. Es ist viel passiert, aber wir waren glücklich, bis eines Tages. Wir wollen, dass sie uns Iris zurückgeben. Wir suchen schon seit langem nach ihr. Nein, niemals! Iris, du bist ein ganz besonderes Kind. Von ganz besonderer Abstammung. Deine wirkliche Mutter war vom alten Volk. Natürlich hörte ich es, dass sie vom alten Volk war. Das alte Volk wird uns in ein Land der Glückseligkeit führen. Iris wird all den Leuten in den Slums zum Glück verhelfen. Deshalb will Shinra Iris Hilfe. Es stimmt nicht. Ich bin nicht vom alten Volk. Ich bin nicht vom alten Volk. Aber Iris, du hörst doch bestimmt manchmal Stimmen. Stimmen bist, wenn du ganz alleine. Nein, ich höre keine. Aber ich wusste es. Ich wusste von ihrer geheimnisvollen Kräften. Sie bemühte sich so sehr, sie zu verheimlichen. Deshalb tat ich so, als hätte ich nie etwas bemerkt. Es ist erstaunlich, wie sie all die Jahre Shinra meiden konnte. Shinra brauchte sie. Sie werden ihr wohl nichts antun. Aber warum gerade jetzt? Sie brauchte ein kleines Mädchen mit hierher. Sie... Ah! Ist das scheiße, ich kann nicht lesen. Ich habe echt eine Les- und Sprachbehinderung. Sie brachte ein kleines Mädchen mit hierher. Auf dem Weg hierher fand Zhang sie. Sie konnte wohl nicht schnell genug entkommen. Sie beschloss, zu Shinra zu gehen, damit das kleine Mädchen sicher war. Das muss Marlene sein. Marlene! Iris wurde wegen Marlene gefangen. Es tut mir leid. Marlene ist meine Tochter. Es tut mir wirklich leid. Du bist ihr Vater? Wie konntest du jemals ein Kind so alleine lassen? Bitte fang nicht damit an. Ich denke die ganze Zeit darüber nach, was mit Marlene geschieht. Wenn. Aber du musst eins verstehen. Ich weiß auch keinen Rat. Ich will bei Marlene sein, aber ich muss kämpfen. Weil sonst der Planet stirbt. Deshalb kämpfe ich weiter. Aber ich mache mir Sorgen, Marlene. Ich will immer bei ihr sein. Siehst du, es dreht sich im Kreis. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Sie schläft oben. Geh doch zu ihr. Es ist meine Schuld. Ich habe alles darin verwickelt. Sag sowas nicht. Alles glaubt das nicht. Du wirst Iris suchen, oder? Ja. Ich gehe mit. Wir gehen direkt ins Shinra Hauptquartier. Mach dich auf das Schlimmste gefasst. Ich weiß. Momentan habe ich das Gefühl, ich müsste bis an meine Grenzen gehen. Wenn ich hier bleibe, würde ich wahnsinnig werden. Sorry, kannst du noch ein bisschen länger auf Marlene aufpassen? Klar, das macht mir nichts aus. Ja, ist jetzt so gefährlich. Du solltest besser woanders hingehen. Du hast recht, aber versprich mir, dass du wieder zu ihr zurückkommst. Lass dich bloß von niemandem umbringen. Wir kommen jetzt zum Shinra-Gebäude. Es gibt keinen Zug. Es gibt keinen Zug mehr, der darauf fährt.
Lass uns doch einfach mal zum Walmart gehen. Vielleicht finden wir ja dort etwas. Ja, wir gehen gleich zum Walmart. Erstmal wollte ich mal wieder einen Barrett heilen. Und ich muss definitiv im Walmart erstmal einkaufen gehen. Ein bisschen Items wieder. Ich bin schon auch wieder fast 4 Stunden. Aber jetzt gehen wir noch gemütlich zum Walmart. Warte mal, war nicht hier ein Itemladen? Hoppla. Denn bloß nicht, dass du einfach zu mir kommen kannst. Ja, das interessiert mich nicht. Ich will einfach nur kaufen, Mann. Achso, das ist Materienhändler. Nee, Materienhändler will ich nicht. Ich brauche Items. Items. Das war's. Blitzel, richtig. Wir handeln hier gegen Gil. Keine Ausnahmen. Ja, ja. Ja, krank. Nehmen wir mal 11 Stück mit. Königsfeder haben wir noch. Zelt können wir auch mal nochmal eins mitnehmen. Und dann weiter geht's. Auf zu Walmart. Ja. Dann gehen wir mal ins Shinra-Gebäude. Irgendwie war da gerade ein Hänger. Ich hoffe, ihr habt das genauso erkannt wie ich jetzt, aber also bei mir sah das jetzt so danach aus. Ich weiß nicht, wie ihr das jetzt gesehen habt. Aber bei mir war ein Hänger. Gut, machen wir mal Blitz auf alle. Die sind ganz schön hartnäckig. Ja, wie hättet eigentlich ihr denn gerne in mein Shinra-Gebäude eindringen? Wollt ihr es auf die harte Tour, also direkt rein, oder sollen wir uns reinschleichen? Schreibt mir doch einfach mal in die Comments und dann sehen wir weiter, wie wir es machen. Ihr könnt entscheiden. Ich bin mal gespannt, wie ihr entscheidet. Ich bin für beide Varianten, ob jetzt aggressiv durchstürmen oder aber alles seht ihr dann. Wie gesagt, entscheidet ihr mal und dann sehen wir ja mal weiter, wie es weitergeht. Nur mal so zur Information. Ah, die Substanz habe ich vorhin vergessen. Analyse. Das ist natürlich für mich eine meiner Lieblings Materia Raub. Okay. So. Jetzt gehen wir auch erstmal kurz wieder ins Inn. Unsere AP wieder voll machen. Vielen Dank, kommen Sie wieder. Jetzt quatscht der uns wieder an. Nee. Diesmal wohl nicht. Jawohl, braucht man nicht. Wir haben ja erst gespeichert. So. Hier waren noch glaube Waffen. Metallfaust. Die kaufen wir jetzt aber. Das haben wir schon. Das will Barrett noch ein. Ich Idiot. Egal. Kaufen mal 2. Ausrüsten. Metallarmband. Dann kriegt er einen Titanarmreif.
So, das habe ich ja vorher nicht konnten, weil ich vorher nicht genug Gold hatte. Oder Gil, um eher zu sagen. Okay. Wow. Hier sind alle diesen Kabel hochgeklettert. Unheimlich ist das. Können wir da mal hochklettern? Ja, das ist die Verbindung zur Oberwelt. Okay, wir klettern im Kabel hoch. Das schaffen wir nie. Weißt du, wie hoch das geht? Natürlich geht das. Schau, was sagst du dazu? Das ist ein ganz normales Kabel. Ach ja, für mich sieht es aus. Für mich sieht es aus wie ein wunderbarer Strang der Hoffnung. Ein wunderbarer Strang der Hoffnung. Du hast recht, es ist der einzige Weg, der uns bleibt, um Iris zu retten. Das war ein seltsamer Vergleich, Barrett, aber ich kann dich verstehen. Wir probieren's. Ja, noch nicht. Ich will mir noch ein bisschen umschauen in Don Galliona Villa. Da, irgendwo in der meint er uns eins reinzuwürgen. Aber mal schauen, was wir hier noch so Schönes finden. Phönixfeder, Verzeihung. Nix Phönix, Phönix. Phönixfeder, was finden wir hier noch? Ob der gute Dicke hier auch ist? Das Sexgeile. Nein, hier finden wir nichts. Dann gehen wir jetzt nochmal in den Keller, ob wir da noch was Schönes finden. Ach, guck mal einer an! Ja komm, jetzt sind wir nicht so. Danke! Als ihr weg wart, sind die schlimmen Leute hier eingedrungen und haben Dinge gesagt wie Informationen durchgesickert und Niete. Die haben Dornwohin mitgenommen und das ist alles. Ich bin immer noch hier. Oh weh, sie sind wieder da. Ich verschwinde. Bis bald. Entschuldigung, dass ich jetzt gerade nicht vorgelesen habe. Ich hab's gerade total verpeilt. Ja, jetzt gehen wir uns nochmal komplett ausrüsten mit Tränken, Substanzen, also so gesehen. Wir schmeißen unser Geld jetzt nochmal auf den Kopf. Und dann machen wir uns bereit, nach oben zu gehen, zum Shinra Hauptgebäude. Also wie gesagt, ihr habt die Möglichkeit, ich nenne euch mal nur die Option, was es gibt. Die aggressive Variante oder die sanfte Variante. Ich nenne es mal sanfte Variante. Ihr habt die Möglichkeit, schreibt es einfach in den Comments. Und wir sehen dann mal weiter. Ja, hoch. Wir kennen ja das Gespräch von dem. Trank haben wir jetzt 11, aber man kann nie genug haben. Hat er noch Hyper? Dann nehmen wir nochmal bei Hyper mit, weil wir übernachten waren, sind unser Zornstatus wieder weg und wir hatten ja noch eins. Es ist also, merkt euch, Zorn ist immer gut, füllt das Limit schnell, aber ich glaube, aber ich bin mir nicht sicher, wir kassieren minimal mehr Schaden, aber das weiß ich nicht mehr. Du willst die Plattenform hoch? Hier, nimm eine Zinkbatterie. Du willst mir was verkaufen, was du gerade gefunden hast? Ja, du wusstest du, aber ich habe sie repariert. Warum brauche ich eine Batterie, um zur Plattform hochzuklettern? Das wirst du schon sehen, wenn du ankommst, 100 Geld pro Stück. Okay, ich nehme sie. Okay, 100 Geld pro Stück. Wir haben jetzt noch 55. Ich verkauf lieber noch ein bisschen was, dass wir noch ein bisschen Geld übrig haben. Ich kann ja die alten Material Sachen, Schmuckstücke und so verkaufen, weil ich brauche ein bisschen Geld. Also verkaufen, ne, Objekte, was
Ah, hier. Titanreif. Kann man verkaufen. Hyperkragiball, Eisenreif. Verkaufen mal zwei. Metallforce. Die Metallforce habe ich stimmt, habe ich vergessen anzulegen. Ausrüsten. Metallforce. Okay. Sieht gut aus. Also wir haben jetzt fast 500 Gold. Warum sage ich mal Gold? Gil. Damit kommen wir auf jeden Fall 4 Batterien weit. Aber ich mache jetzt erstmal einen Cut. Wieder nach 2 Stunden. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Final Fantasy 7. Und ich hoffe, ich bin mal gespannt, wie ihr entscheidet, wenn wir, wie ihr die Möglichkeit wählt, was für ein Gebäude wir, wie wir eindringen wollen. Also, ich danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Danke, ciao.